4000 Jahre alt ist die Grabkammer in Saqqara südlich von Kairo. Erst 1939 war sie entdeckt worden. Nach aufwendigen Restaurierungen erstrahlt sie nun wie zu Zeiten der Pharaonen. Erschaffen wurde sie für einen äußerst loyalen Staatsdiener. Der hier bestattete Mann wurde von der königlichen Familie sehr respektiert. Aus Dank schenkten sie ihm, seinem Sohn und Enkel diese Grabanlage. Mehu lebte während der 6. Dynastie des Alten Reichs, vermutlich unter den Königen Teti und Pepi, die beide in seinem Grab erwähnt sind. Die Wandmalereien gelten als die ersten, die neben der königlichen Familie auch eine andere Person als gottähnlich einstuften. Mehu war nicht nur Vezier des Landes, sondern trug noch viele andere Titel, wie Schreiber der königlichen Dokumente und Leiter der Gerichte, 48 Titel insgesamt. Die südliche Grabkammer ist nun für die Öffentlichkeit freigegeben. Es war ein äußerst umfangreiches Projekt. Das Grab des Mehu war im Rahmen der Konservierungsarbeiten an den Djoser-Pyramiden renoviert worden.